Du stehst auf, ziehst dich an und gehst deinem Alltag nach. Wir erkennen dabei nicht, dass wir in einer Welt leben, die uns hinter Mauern sperrt. Diese Mauern sind Grenzen, mit denen uns diese Gesellschaft umhüllt hat. In ihr sind Normen und Werte, die man sich angeeignet hat und die nun den Alltag bestimmen. Alles darüber hinaus interessiert uns nicht. Den Schaden, den wir dabei nehmen, erkennen wir oft nicht sofort. Viele Dinge, mit denen wir erzogen wurden, wie das Gebet, stellen nicht mehr als eine Idee im Kopf dar. Das Fasten, welches ein Zwang ist, den man nicht will, und das Spenden, welches nur meinen Besitz verringert. Die islamischen Handlungen stellen nur einen Verlust für einige dar. Und das Schlimmste von allem, wir geringschätzen das Allerwichtigste, Allah subhanahu wa ta'ala. Wir behandeln ihn, der über jeden Makel erhaben ist, wie jemanden, der nicht das Recht besitzt, Einfluss auf unseren Alltag auszuüben. Aber trotzdem sind wir zufrieden mit unserem Leben und machen einfach weiter. Die Sünden und die Zeit, die wir verschwenden, steigen immer weiter, aber trotzdem fühlen wir uns wohl. Wenn wir wirklich genau hinschauen, werden wir erkennen, dass dieser Spaß und Zeitvertreib nur kurzweilig ist. Wir werden erkennen, dass dieser Weg uns langfristig schaden wird und dass die Glückseligkeit in diesen Dingen eigentlich nur eine Illusion ist, die echt aussieht, aber in Wirklichkeit voller Lügen ist. Und die Sünden ließen uns schon so tief in den Abgrund fallen, dass wir keinen Ausweg mehr sehen. Unser Herz fühlt sich verdorben an, schwarz und eingeengt, als ob wir ersticken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Diener eine Sünde begeht, entsteht auf seinem Herz ein schwarzer Fleck. Falls er von dieser Sünde abweicht und Reue zeigt, verschwindet dieser Fleck wieder. Aber falls er dies nicht tut und sich wieder an die Sünden wendet, vermehren sich die schwarzen Flecken auf seinem Herzen. Und schließlich wird sein ganzes Herz mit diesen schwarzen Flecken belegt. Und wenn dann dieser Moment eintritt, sind wir schon von Dunkelheit umhüllt und denken, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber nein, Allah subhanahu wa ta'ala ruft jeden Tag nach seinen Dienern. Er subhanahu wa ta'ala lässt dich nicht im Stich, vielmehr sehnt er sich nach deiner Rückkehr. Seine Barmherzigkeit hat keine Grenzen und die Liebe zu seinem Diener kann man nicht in Worte fassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt selbst über Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem Allah die Schöpfung vollbracht hatte und ihr ihre Bestimmung gab, schrieb er in seinem Buch nieder und dieses befindet sich bei ihm über dem Thron. Wahrlich, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Es gibt immer Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, solange du noch atmest. Nutze die Chance jetzt, bevor es zu spät ist. Sonst kommt der Tag, an dem wir es bereuen werden, uns falsch entschieden zu haben. Also lasst uns die Mauern dieser Gesellschaft und dessen Lifestyle durchbrechen. Lasst uns dadurch den Weg der Dunkelheit entkommen und in das Licht des Islams zurückkehren. Es ist ein Weg des Sieges, der Glückseligkeit und der Hoffnung. Der Alltag, den du jetzt erlebst, wird dir am Ende nichts bringen. Aber der Weg des Islams und dadurch die Anbetung Allahs wird dir etwas geben, was kein Mund geschmeckt, kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Al-Jannah, das Paradies.